So. Inventar wurde geleert. Es ist gepackt für die nächste Fahrt. Ich habe hier eine Truhe hingestellt. Das ist mein ganzer Inventar, den ich hier lassen will. Da. Eine Werkbank haben wir mit. Fackeln haben wir hier noch mit. Steinspitzhacke. Ein Steinschwert. Ein bisschen Erde, um uns notfalls auch wieder hochbauen zu können, wenn wir irgendwo runterfallen. Ein bisschen Fleisch. Verrottet und roh. Ja. Wir sind vorbereitet. Im Inventar haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, was man so gebrauchen kann. Es ist Nacht. Ich glaube, dann legen wir uns mal schlafen und am nächsten Tag. Am nächsten Morgen geht es dann los auf die Reise unter die Erde. Und wir gehen mal unter die Erde. Wir sammeln mal ein bisschen was. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elder, zu einem neuen Part. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja, dann brechen wir mal auf. Gehen wir auf große Wanderschaft. Obwohl habe ich auch ein bisschen dabei. Juckt ein Dachschweinchen. Oha, haben wir hier schon ein Skelett. Stürzen wir uns drauf mit Gebrüll. Okay. Sind wir Sturm. Ist ja schon mal ein guter Anfang für die Reise. Und wir wachen zum Glück hier im Haus auf. Und das Inventar steht hoffentlich hier vor der Tür. Das kann man sich ja hier einsammeln. Ah, Skelett. Ich brauche eigentlich nur mein Schwert ja hier. Mein Schwert. Ah, zack, zack, zack. Dich kriege ich. Gemein. Das haben wir gerade so schön sortiert gehabt. Das Inventar. Na, das beginnt ja super. Machen wir uns auf die Reise. Sortieren mal kurz. Vom Skelett bekommen. Und wahrscheinlich noch einen neuen Knochen. Ja. Dann hoffe ich mal, dass wir auf der weiteren Reise nicht so sehr von Monstern getötet werden. Nicht so schnell. Also ein bisschen weiße Wolle und Fleisch. Haben wir jetzt drei Wolle. Können wir bei der Gelegenheit gleich mal ein Bett bauen, dass wir das auch parat haben. Wir werden nicht immer nach Hause gehen, um zu schlafen. Da brauchen wir auch mal ein Bett. So sieht's aus. Ach, habe ich jetzt meine Ersatzspitzhacken verloren? Ach, was soll's. Können wir uns ja neue holen. Wir haben genug Stein unterwegs. Nadine. Finden wir mal ein Plätzchen, wo wir uns runtergraben können. Das sieht doch sehr gesteinig aus. Da können wir uns bestimmt irgendwo unter die Erde graben und Rohstoffe finden. Unter so einem Gebirge ist das, glaube ich, nicht schlecht. Da findet man bestimmt einiges in so einem Gebirge. Ich würde mal sagen, fangen wir da drüben an. Oder am besten dort. Und graben uns da rein, auf die Seite hier. In der Geschichte. Okay, hier nicht zu weit runterfallen. Ist eher kontraproduktiv, wenn man hier die Klippe runterspringt. So. Aber wem sage ich das? Das ist jetzt mittlerweile der 13. Ja, der 13. Part müsste es sein. Ich bin nicht komplett irre. Also, selbst die, die Minecraft noch nicht kannten, seit Part 1 jetzt hoffentlich dabei sind, wissen schon, was los ist. So, dann bauen wir uns hier rein, würde ich sagen. Ja, geht's mal runter. Und da wollen wir hin. Ganz genau. Unter die Erde.
Da wollen wir hin. Hier schon mal die erste Fackel. Zack. Und weiter geht's. Bruchgestein werden wir hier jede Menge bekommen. Ich will mal eine Treppe nach oben haben. Ich meine, die werden wir eher aus den Augen verlieren, aber dass man zumindest eine Option hat, hochzugehen. Kriegen wir schon ganz verschiedene Gesteine, wie es ausschaut, und auch Materialien. Kohle haben wir hier schon gefunden. Können wir ein bisschen was abgraben. Müssen uns, glaube ich, auch gleich eine neue Spitzhacke bauen. Steine haben wir, glaube ich, genug dabei. Daran soll es nicht liegen. Daran soll es nicht scheitern. Ja. Und was brauchen wir uns? Eine Kohle-Spitzhacke. Schade, dass das nicht geht. Dass man sich nicht Spitzhacken aus Kohle craften kann. Leider geht das nicht. Oh, ist das Eisen? Das sieht aus wie Eisenerz. Das ist Eisenerz. Nice. Da sind wir schon auf Eisen getroffen. Das ist doch schon der erste Erfolg hier. Sehr gut. Kohle und Eisen. Und neue Levels, die man wohl später irgendwie für Magie oder so, für diese Bücher und so weiter, die Büchergeschichten Sache benutzen kann. Ja, mal schauen. Meine erste Spitzhacke ist gleich schon fertig. Also, aufgebraucht am Arsch. Da müssen wir uns eine neue craften, vielleicht auf das Eisen. Und da haben wir jetzt was. Stellen wir einen Ofen auf. Wenn wir das hinkriegen. So, hier meine Fackel hin. Und weiter. Auf der Himmel ist leider immer weiter fort hinunter. Mal sehen, wann die Spitzhacke zerbricht. Dass wir wieder hoch müssen. Weiter umbaut sie es am besten mit Ofen und so weiter. Denke ich mal. Oh, Kohle. Für die Kohle wird es doch noch reichen, oder? Oder nicht? Können wir uns noch was neue Fackeln? Nein. Was neue Fackeln machen? So hinauf. Da bauen wir mal einen Ofen und holen uns neues Zeug. Nee, das Bett wollte ich nicht wegschmeißen. Werkbank. Können wir hier hinstellen. Macht Sinn. Da hätte ich Kohle. Und da hätte ich Eisenerz. Trinken wir bestimmt erstmal ein bisschen was raus. Na, wie viel kriegen wir da? Kriegen wir 3 Barren oder verhält sich das anders? Ja, 3 Barren dürfen wir jetzt kriegen. Sehr gut. Nehme ich mir und den Bruchstein können wir auch noch gleich zu Stein machen. Macht zwar relativ wenig Sinn, aber ja, haben wir halt. Kohle, wir suchen uns mal eine Spitzhacke aus
Eisen zu machen. Reicht das schon für eine Spitzhacke? Ja, reicht schon. Warum bloß Stick dafür? Eisenspitzhacke? Nein, das ist eine Steinspitzhacke. Eisenspitzhacke. So, jetzt haben wir sie. Die Eisenspitzhacke. Steinspitzhacke, Eisenspitzhacke. Ich glaube, wir verbrauchen erstmal die Steinspitzhacke, die wir gerade aus Versehen gecraftet haben. Dann schauen wir weiter. Ja, ich würde es fast hier stehen lassen, aber ich glaube, ich nehme es wieder mit. Wir kommen noch tiefer und wir kommen noch weiter. Da werden wir es noch gebrauchen. Und immer wieder hoch, das wollen wir nicht unbedingt. Irgendwann wollen wir wieder hoch, aber erstmal wollen wir runter. Und da brauchen wir die Sache bei uns. Ich weiß auch nicht, was das bringt jetzt hier, die Sachen. Und die Bruchsteine hierzu. Wir haben noch mehr Bruchsteine, aber die paar Bruchsteine jetzt hier zu richtigen Stein zu brennen. Keine Ahnung, vielleicht wollen wir irgendwas Schönes hier mal machen. Und dann brauchen wir 10 Bruchsteine. 10 Nicht-Bruchsteine. Ja. Andersit. Diorit. Kann man die auch noch brennen? Nee, kann man nicht. So viel dazu. Dann hätte ich gern dich. Und dich. Das haben wir sie im Inventar. Ja, haben wir sie. Am besten Ofen. Sehr gut. Solche Höhlen hier, die wir schon freigeklopft haben, bieten sich dafür hervorragend an. Die Eisenspitzhacke und die Steinspitzhacke, die benutzen wir noch, bis alle geht. Dann können wir die Steinspitzhacke, die Eisenspitzhacke benutzen. Die hält ein bisschen länger. Die lohnt sich auch mehr. Beding, beding. Level 5. Hervorragend. Und Kohle, Kohle, Kohle wird weiter abgebaut. Vielleicht ist dann irgendwann mal auch ein Eisenerz mit dabei. Bauen wir hier vielleicht aus Versehen im Dunkeln ab, um es zu sehen. Ihr seht da noch weniger. Das ist, glaube ich, hier Kies, Kiesgestein. Genau. Brauchen wir nicht abbauen. Bringt nicht viel. Zack, die Kohle. Haben wir mit dabei. Kohle kann man immer gebrauchen. Dann geht es hier weiter runter. Hervorragend. Immer weiter voran. Immer weiter voran. Vielleicht treffen wir auch irgendwann auf wertvolleres Material als Stein. Diorit zum Beispiel und Kohle. Und wertvollere Gesteine. Wäre vielleicht mal ganz nett. Ich meine, Eisen ist auch nicht übel, aber ein paar Diamantchen. Da müssen wir noch tiefkramen, ich weiß. Ein paar hübsche Kristalle und ein bisschen Gold, vielleicht eine Goldader. Das wäre ja ganz hübsch, ganz toll. Oder ähnliches. Mal schauen. Eisenspitzhacke in Betrieb genommen. Oh, Erde. Wir sind doch ganz weit unten. Wie kann denn da wieder Erde kommen? Huh. Kohle, 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 Kohle. Das kann man hier wirklich gebrauchen. Dunkle, finstere Geräusche. Angsteinjagende Geräusche. Und Eisen. Da haben wir schon wieder Eisen gefunden. Nice. Können wir hier brauchen. Der Geologe. Zwergi. Der Geologe unter der Erde. Ja, ich war wirklich mal hobbymäßig Geologe. Ist in der Tat so. Vor einigen Jahren. Noch weit bevor ich mit YouTube angefangen habe. Als ich noch Schüler der... Lasst mich lügen. 6. 7. Klasse war, habe ich mich mal für Gesteinskunde und Geologie interessiert. Da bin ich mal in so einen Club gegangen, da gab es so eine Freunde der Geologie und Gesteinskunde Club.
in meiner Gegend. Und da ich mich angemeldet, da bin ich mal, ich glaube, ein Jahr lang bin ich da mal hingegangen. Da habe ich das Interesse dran verloren. Da haben wir mal Exkursionen gemacht. Da sind wir in Gebirge gefahren, haben uns Steine angeguckt. Oder auch Steine vor Ort. In diesem Club haben wir Steine in den Vitrinen angeguckt. Da habe ich, glaube ich, immer noch ein Buch in meinem Regal stehen. So ein kleines Buch, ein kleines Heftchen. Alle Gesteine, die es so in Europa gibt. Ja, gibt es ganz schöne wie den Amethysten. Ganz hässliche wie den Kies hier in Minecraft. Ja, es ist ein paar Jahre her. Ich kann euch jetzt nicht mehr alle aufzählen, die es so gab und so gibt und wofür ich mich interessiert habe. Ja, weil das Wort habe. Hab's dann vernachlässigt. Hab hier noch ein paar Steine in meinem Zimmer auch noch stehen. Das ist, dürfte hier auch noch irgendwo verkramt sein. Wie wundervoll gesammelt. Aus der Natur. Ein bisschen Gipsstein. Eine Kiste voll Gipsstein habe ich noch irgendwo rumstehen. Auch ein paar Amethysten habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo verkramt. Müsste man mal raussuchen. Eine riesige Sandrose. Falls das jemanden interessiert, habe ich. Nicht zu verkaufen, falls das jemand will. Kann ich ja mal irgendwann, kann ich ja mal hier mal, kann ich mal ein Foto machen und hier mal einblenden. So ein 5 Kilo schweres Teil, so ein. Aber wirklich diese, falls einer von euch Geologe ist, Sandrose. Ich glaube, nee, Sandrose war das Sandrose oder so ähnlich. Ja, ich glaube, so eine Art davon. Wenn ich das Foto hier gezeigt habe, dann wisst ihr ja, was ich meine. Bin ich auch nicht losgeworden. Ist halt auch nichts wert. Ist halt irgendwie nur so ein billiges Zeug, was man dann in jedem Bergwerk so finden kann. Habe ich mal versucht, bei so einem Geologieladen zu verticken, loszuwerden. Aber nee. Haben sie schon 10 davon, haben sie gesagt. Brauchen wir nicht mehr. Haben wir schon ein ganzes Kilo von auf Lager. Das Ding ist wirklich riesig. Das ist. Ich hoffe, ich finde es nachher mal und kann es mal wirklich fotografieren und hier einblenden. Ich war halt mal wirklich bei so einer Exkursion in so einem Tal gefunden irgendwo. Also ein Gipstal, wo halt ganz viele Steine drin waren. Ja, Zweig erzählt von seiner Vergangenheit als Geologe. Hobbygeologe. Ja, das waren Zeiten. Hat mich für Verschiedenes interessiert. Und hatte so in meiner Jugend einige Interessen. Irgendwann kam dann YouTube. Irgendwann kam dann das Internet dazu. Da hat mich Sachen nicht mehr so ganz interessiert. Oh, ein unterirdischer See. Den schauen wir uns doch mal an. Wenn da mal nicht Monster sind. Und ich sehe was ihr nicht seht. Doch ihr seht's. Ihr seht sogar ziemlich groß. Halleluja, ist das Gold? Bist du Gold? Gold, Gold, Gold. Ist das Gold? Wir haben es, glaube ich, noch nicht aufgesammelt. Wir müssen da mal durch. Gold, Gold. Ja, Gold habe ich leider nie gehabt. Das ist eines der schönsten Minerale. Golderz. Nice. Wir sind auf eine Goldader gestoßen. Gold, 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 Gold. Zwergi braucht Gold. Gold, 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 Gold. Zwergi hat Gold gesehen. Wenn ein Zwerg Gold sieht, dann wisst ihr ja, was passiert. Ich bin reich, 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 reich. Gib mir all das Gold. Gibt's hier noch mehr davon? Ich glaube nicht. Diamanten hier irgendwo.
Gold, 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 Gold. Ich habe Gold gefunden. Gold, Gold, Gold. Eisen. Ja. Und Gold, da hüpfe ich hier im Wasser vor mich hin. Ja, nice. Muss hier noch mal auf. Muss immer weitergehen, weiter runter. Oder gibt es jetzt hier noch was in der kleinen Höhle, in der kleinen Wasserhöhle zu finden? Ich glaube nicht, ich sehe nichts. Hier mal ausleuchten, damit hier keine Monster erscheinen. Ja, ein kleiner Swimmingpool. Kann man sich mal entspannen, wenn man hier runterkommt. Dann bullen wir uns mal weiter runter mit der Eisenspitzhacke. Die sitzt jetzt auch ein bisschen länger. So, weiter hinab. Vielleicht finden wir sogar noch Wertvolleres. Wie Diamanten. Ja. Da haben wir schon was Gutes gemacht. Oh, was ist denn das hier? Das sieht aber nicht gut aus. Schaut aus wie Grundgestein. Ist das Grundgestein? Das kann man, glaube ich, nicht abbauen, oder? Und da kann ich meine Spitzhacke nur kaputt dran machen. Kann das sein? Sind wir auch schon auf dem Grundgestein angekommen? Bis zum Grundgestein. Und nicht viel weiter. Ja gut. Am Grundgestein entlang dann wohl. Hoffentlich ist das Wasser, was ich da höre. Es könnte auch Lava sein. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen über den Dingen stehen. Nicht, dass wir dann irgendwann mal... Ah, da ist das Wasser. Ich wollte gerade sagen, dass wir dann irgendwann mal in die Lava rein fließen hier. Kann vorkommen, wenn man auf dem Grundgestein ist. Ist nicht ganz ungefährlich. Dann wären wir hier gleich tot. Sind wir hier direkt unterm See. Stimmt schon. Oh, die Geräusche hier. Ja, jetzt bin ich ganz unter Wasser. Ich ertrinke. Auftauchen. Puh. Gefährlich hier. Habe ich fast vergessen hier, dass ich kein Fisch bin. Na komm, lass uns wieder hochgehen. Lass uns durch die Höhle mal durchgraben. Ist nämlich nicht ganz so schlecht. Ist nicht ganz scheiße. Hier fließt das Wasser rein. Ist die Treppe überflutet. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht auch interessant aus. Das Material hier. Holen wir es uns. Könnte Redstone sein, oder? Ist das Redstone? Schauen wir mal nach. An der Oberfläche. Das ist Redstone. Nice! Was wir hier nicht so alles finden. Sind wir weit unten am Grundgestein. Ist das nicht nice? Ja, das ist nice. Auftauchen. Puh. Und Redstone abbauen ist gefährlich. Unter Wasser. Auftauchen. So, und wieder runter. Wie beim Beckenbau hier. Beim Wasserauffangbecken. Hier ist nichts mehr. Haben wir ein bisschen Redstone geholt. 16 Redstone. Nice. Damit kann man doch was machen. Ich bin nicht nur so Redstone begeistert, nicht so Redstone belesen. Da müsst ihr mir auch in den Kommentaren helfen. Falls überhaupt mal jemand in den Kommentaren ist. Das weiß man natürlich nicht. Das hat sich so jetzt in den ersten Parts, wo ich mit mir das durchgelesen habe, noch nicht so ergeben. Da waren noch nicht so viele Leute in den Kommentaren dabei. Redstone, mehr Redstone. Hier ist wohl ein großes Redstone vorkommen. Sehr schön. Und weiter mal weiter. Bis zum Grundgestein. Diamant, das wäre noch die Spitze des Parts.
Oder des nächsten Parts schon. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier schon machen. Ob das jetzt schon in den nächsten Part reinpasst. Vielleicht passt es in einen Part, wie wir uns ja sehen. Müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht uns mit Lava zu schütten lassen. Scheint wieder Eisen zu sein. Das kommt auch hier vor unter der Erde. Ist nicht selten. Obwohl, dann tauchen wir oben im Haus wieder auf, wenn wir hier in der Lava ersticken. Also so schlimm ist das auch nicht. Jede Menge Eisen, ein bisschen Gold, ein bisschen Redstone. Wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt hier mal ein bisschen runter zu gehen. Und das scheint wirklich hier, nicht Redstone, scheint wirklich Grundgestein zu sein. Können wir uns nicht durchgraben. Naja, auf dem Grundgestein geht es auch nicht weiter runter. Da können wir lange graben. Ja, Diamanten werden wir jetzt vielleicht in diesem, jetzt gleich am Anfang nicht unbedingt finden. Das glaube ich nicht so. Die sind auch immer in der Nähe von Lava. Und wo Wasser ist, ist keine Lava. Das können wir auch schon wissen. Obwohl, könnte durchaus sein. Dann steht hier ein bisschen Obsidian. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder hoch. Haben wir ein bisschen was gesammelt. Gehe ich mich damit zufrieden. Was wir hier schon haben. So, jemand Block hingesetzt. Und hops, hops, hops. Hinauf, hinauf. Die Treppe haben wir ja vor den Augen. Immer weiter. Millimeter, 35 Redstone. Kohle haben wir natürlich dabei. Golderz, 8 Golderz. Können wir vielleicht oben mal was brennen? Hier oder oben? Wieso oben, wenn wir es hier machen können? So. Den Ofen mal platzieren. Zack. Und dann platzieren wir da drin mal 64 Kohle. Ja, wird reichen. Golderz wird jetzt gebrannt zum Goldbarren. So können wir es gebrauchen. Na? Nice. Goldbarren. Haben wir dann 8 von, wie es ausschaut. 8 Goldbarren. Na, die werde ich mir irgendwo in der Kiste tun. Das ist doch wertvoller Schatz, den wir gefunden haben. Haben wir eine Schatzjagd hier erfolgreich gemacht. Na, Spitze. Und 28 Eisenerz. Wow. Die werden wir jetzt hier unter der Erde nicht alle brennen. Sondern wir mal oben im Haus mal reinschmeißen. Und während wir sowas machen und im nächsten Part mal am Anfang reinschmeißen und während wir was bauen, einfach mal brennen lassen. Aber jede Menge Eisen. Eisen auf jeden Fall. Jede Menge 28. Holla. Das hat sich doch gelohnt. Nein, Diamanten wären auch noch spitze gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ja, nicht gleich. Nicht gleich überdrüssig werden jetzt hier, nicht gleich wahnsinnig werden und sagen: Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, 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 mehr. Wir haben schon Gold gefunden. Ach, Goldbar, das ist. Ich bin reich. Ich bin Ria reich. Jetzt dürfen wir bloß nicht draufgehen auf dem Weg nach oben. Das wäre richtig mies. Verlieren wir das Ganze hier unter der Erde, den ganzen Inventar. Natürlich die erste Voraussetzung. So können wir den Redstone hier noch reintun. Kann man den Redstone brennen? Zu Redstone-Blöcken? Nein, kann man nicht. Was kann man denn hier noch alles brennen? Eisen nur. Nein, den Redstone will ich nicht wegwerfen. Da bin ich froh, dass ich den habe. Schön ins Inventar damit. So abgebaut, der Ofen. Den nehmen wir auch mit. Und hoch. Hier mal ein bisschen Granit hinstellen. Ach, das ist sogar Granit, wo wir drauf rumhüpfen. Zack. Und weiter hoch. Da kommen wir wieder an die Oberfläche. Oder? Ja, hier geht's doch hoch. Nice.
haben wir aus. Es ist Nacht. Okay, Schwert rausholen. Wir müssen hier noch ein bisschen warten unter der Erde, bis es Tag ist. Ich habe Gold dabei, ich habe wertvolle Materialien. Das ist nicht so klug. Ist der gerade aufgegangen? Nee, steht oben. Es wird bald wieder Tag. Ich glaube, ich baue mich hier ein, ich baue hier zu. Ich will hier wirklich nicht von Monstern verletzt werden. Ich glaube, ich warte hier mal ein bisschen. Mal ein bisschen Time-Raffer, Zeitraffer laufen lassen. Timelapse, Time-Raffer. Ach du Scheiße. Lassen wir das, was auch immer, laufen. Davon geht's. Ja, Logo. Wird bald Tag. Ja. Bald können wir hier raus. Müssen wir hier weiter trainieren unter der Erde. Treppen runter und Treppen hoch. Ich glaube, das ist hier ein gutes Trainings-Sache hier. Können wir hier diese Strecke nutzen hier. The Eye of Tiger. Da, 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 und so weiter. Ich kann nicht singen. Na, das sieht doch nach morgen aus. Sehr früh morgen, aber morgen. Ich glaube, jetzt können wir uns raustrauen. Na, ist hier nicht von einem Skelett den Abhang runtergeschubst werden. Mit dem ganzen Gold in der Hand. Das wäre wirklich kacke. Ich habe das Schwert in der Hand. Creeper! Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Creeper. Creeper. Hau mir ab, hau mir ab, hau mir bloß ab. Nein, ich habe nur noch 3 Herzen. Verbiss dich, Creeper. Nein, heute nicht. So, wo ist mein Haus? Wo ist mein Haus? Da muss ich. Ah, da drüben ist mein Haus. Kann ich mein Zeug mal wieder reinlagern? Ja, wir waren unter der Erde. Wir haben ganz viel Zeug geholt. Nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen. Wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht am Haus. Zwergi, du hast schon oft genug geschafft. Auf 1 Meter vom Haus. Ah, das Schwein hat es auch überlebt. Auf 1 Meter vom Haus noch zu krepieren. Taucht noch so ein Creeper vor der Tür auf. Super, mal das Zeug ablegen.
ab in die Tonne hier damit. Den Goldbarren lagern hier. Redstone lagern hier. Mal umsortieren und sortieren. Jetzt haue ich aber hier erstmal den Brennstoff und die Zutat rein, dass wir hier Eisen machen können. So, haben wir das ja auch mal geklärt. Dann würde ich mal sagen, ja. Wenn euch die Folge echt gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr, in dem ihr irgendwas verpassen wollt. Ja, beende ich diesen Part an dieser Stelle. Haben wir ein bisschen was unter der Erde gemacht. Ja, im nächsten Part geht es hier auch unter der Erde, aber nicht so weit unter der Erde, nur hier im Keller weiter. Da bauen wir das hier ein bisschen aus, denke ich. Ja. Habt da noch einen angenehmen fröstlichen Tag, habe ich da schon gesagt. Egal, kann man nicht oft genug sagen. Ich wünsche euch was. Ja, man sieht sich. Bis dann und ciao. Haut drinne. Bis denne.